Hallo und herzlich willkommen beim Echolotzentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich möchte Ihnen in wenigen Minuten die Menüführung und die Einstellungen zeigen bei einem Raymarine Element. Wir haben stellvertretend für die Element-Serie, die gibt es ja in 7, 9 und 12 Zoll, wir haben hier einen 9 Zoll. Wir sind im Moment im Hafen von Geesthacht. Jetzt bekommen wir nicht die wahnsinnig guten Echolot-Bilder, aber ich kann Ihnen trotzdem zeigen, wie die Menüs aussehen und wie so ein Display funktioniert. Wir haben hier ein Grundmenü, was man sehen kann. Jetzt haben wir einzelne Kacheln. Wir haben hier Karte, Fischfinder, Karte, Daten. Da hat man mehrere Aufteilungen. Wir gehen jetzt mal spaßeshalber auf Karte. Das Ganze wird mit der OK-Taste bestätigt. Das ist eine schöne Animation. Und jetzt sieht man die Kartendarstellung, so wie das Gerät original geliefert wird. Bedeutet also, da ist nur eine Basiskarte drin. Nur wenn Sie noch zusätzlich eine Navionics oder eine CMAP-Karte kaufen, ist man in der Lage, mehr Details zu erkennen. So, jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück. Hier oben ist ein kleines Häuschen dargestellt. Und jetzt haben wir hier den Fischfinder-Menüpunkt. Wir bestätigen wieder mit OK. Und wir sehen hier unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten, was in diesem Gerät verbaut ist. Wir haben hier ein Side Vision. Side Vision bedeutet, wir können nach rechts und nach links schauen. Jetzt gehe ich hier auf diese drei einzelnen Striche. Und jetzt kann ich hier einstellen, was ich sehen möchte. Nur nach links, nur nach rechts. Ich kann hier das Sonar aktivieren. Das ist das normale, klassische 2D-Sonar. Funktioniert in Norwegen, funktioniert Salzwasser und Süßwasser. Wir haben zusätzlich noch die Downscan-Technik. Downscan bedeutet fotorealistisch direkt nach unten. Man sieht das hier, das sind auch diese neonfarbenen Bilder. Und das ist die Besonderheit von dieser Serie, wir haben zusätzlich noch die Real Vision 3D-Technik. Was bedeutet 3D? Wir sind in der Lage, dreidimensionale Echolotbilder zu bekommen. Tolle Technik ist gerade, wenn man auf Barsch oder auf Felche fischt, ist das eine ganz, ganz tolle Technik. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zu diesem Gerät oder zu vielen anderen Serien, dann rufen Sie unsere Experten an unter 05251 184 1096 oder besuchen unsere Webseite www.echolotzentrum.de. Da haben wir ganz viele Videos und noch weitere Informationen für Sie.